Künstler, die sich zusammengefunden haben, um die Opera Divina, die göttliche Oper, zu kreieren. Künstler, die in dieser Formation noch nie zusammengespielt haben, aber Künstler, die ein gemeinsames Anliegen haben. Dem Thema zu dienen, das auch das Thema dieser Messe ist. Offen, bewusst, lebendig. Jeder, der das auch für sich möchte, für die Gesellschaft, für die ganze Welt möchte, der ist jetzt hier richtig und er kann ein Stück offener, lebendiger und bewusster werden. Darf Ihnen Dr. Chigliuzzi vorstellen, der ein großer Freund und für mich der Creator der intuitiven Kunst. Durch ihn habe ich die intuitive Kunst kennengelernt. Ja. Opera Divina, kommen Künstler, Laien zusammen und sie sind bereit zu verschmelzen. Zusammenzuspielen bedeutet für Künstler und Laien, dass der Tänzer nicht da ist, der Maler nicht da ist, denn es ist nicht möglich, wenn auch profilierte Künstler zusammenkommen, mit dem Kopf dabei zu sein. Das machen wir seit Jahren, wir führen überall auf und heute starten wir auch die Opera Divina zusammen mit JIT.TV, der Ende des Monats starten wird, übers Internet und über Astra weltweit empfängbar. Wir werden alle Menschen vorstellen, so wie jetzt, die authentisch Eigenes entwickelt haben, uns Raum geben und Stimme geben. So, Intuition ist nicht Willkür, Intuition bedeutet nicht spontan, Intuition bedeutet aus der höchsten Quelle. So, das Wort Intuition, das in der letzten Zeit oft auch missbraucht wurde, bedeutet nicht, ich tue jetzt, was ich will, sondern bedeutet tiefer und höher gleichzeitig. Thank you.
Thank you.
Applaus.